Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen. Hier habe ich für euch ein Video vorbereitet. Es geht um die Prüfung Goethe-Zertifikat A2 oder Staatsdeutsch 2. Es geht um Schreiben Teil 1 und Teil 2. Schreiben Teil 1. Sie wollten mit Ihrer Freundin heute ins Schwimmbad gehen, müssen aber arbeiten. Schreiben Sie eine SMS an Ihre Freundin Roberta. Entschuldigen Sie, dass Sie heute nicht kommen können. Schreiben Sie, warum. Schlagen Sie einen neuen Termin vor. Schreiben Sie 20 bis 30 Wörter. Schreiben Sie zu allen drei Punkten. Gut, also in diesem Beispiel geht es darum, dass wir heute einen Termin hatten mit unserer Freundin Roberta. Wir wollten heute schwimmen gehen, aber leider geht es nicht, denn wir müssen arbeiten. Gut, also wir sollen uns entschuldigen und Roberta sagen, dass wir nicht kommen können. Wir sollen schreiben, warum wir nicht kommen. Und wir sollen Roberta einen neuen Termin vorschlagen. Gut, also bei Teil 1 schreiben wir ungefähr 20 bis 30 Wörter, also nicht so viel. Es ist ja eine SMS und also ganz kurze Sätze. Und wir sollen zu jedem drei Punkte etwas schreiben. Also einmal entschuldigen. Einmal schreiben, warum wir nicht kommen und einen neuen Termin vorschlagen. Los geht's. Beispiel 1. Hallo Roberta. Du, wir können heute nicht zusammen schwimmen gehen. Ich muss arbeiten. Bis heute Abend. Können wir das Schwimmen auf das Wochenende verschieben? Liebe Grüße, Labi. Beispiel 2. Hi, Roberta.
Es tut mir leid, aber wir können heute nicht schwimmen gehen. Leider muss ich heute viel länger arbeiten. Morgen habe ich frei und wir können morgen ins Schwimmbad. Ist das okay für dich? Viele Grüße, Labi. Beispiel 3. Liebe Roberta, leider kann ich heute nicht mit dir schwimmen gehen. Mein Chef sagte, ich soll bis am Abend arbeiten. Aber wir können am Samstag ins Schwimmbad gehen. Viele Grüße, Labi.
Schreiben Teil 2. Ihre Chefin, Frau Hansen, möchte, dass Sie am Freitagabend länger arbeiten. Schreiben Sie Frau Hansen ein E-Mail. Schreiben Sie, dass Sie einverstanden sind. Informieren Sie sich über die Arbeit. Sie möchten dann gern in der nächsten Woche einmal früher nach Hause gehen. Schreiben Sie 30 bis 40 Wörter. Schreiben Sie zu allen drei Punkten. Gut, bei Teil 2 geht es darum, ein E-Mail zu schreiben, und zwar in der Höflichkeitsform. Das heißt, wir schreiben hier kein Freund oder Freundin, sondern einer Person. In diesem Fall unsere Chefin. Und wir reden sie, oder die Anrede ist, sehr geehrte Frau Hansen. Oder wir können auch liebe Frau Hansen schreiben. Also in der Sie-Form. Höflichkeitsform. Gut, hier habe ich noch drei Beispiele für euch vorbereitet. Schauen wir mal. Beispiel 1. Sehr geehrte Frau Hansen. Ja. Ich kann gern am Freitag länger arbeiten. Können Sie mir bitte noch sagen, was genau ich arbeiten muss? Ich möchte fragen, ob ich nächste Woche einmal früher nach Hause gehen darf. Danke für Ihre Nachricht. Herzliche Grüße, Labinot Dreschei. Gut, das war Beispiel 1. Beispiel 2. Sehr geehrte Frau Hansen, ich kann am Freitag länger arbeiten, kein Problem. Sagen Sie mir bitte noch, was ich genau machen muss und wie lange ich arbeiten soll. Ist es denn möglich, dass ich nächste Woche Montag etwas früher nach Hause gehen kann? Vielen Dank für die Nachricht. Viele Grüße, Labinot Dreschei. Beispiel 3. Liebe Frau Hansen, am Freitag kann ich länger arbeiten. Das ist in Ordnung. Bitte sagen Sie mir noch, was genau ich machen soll. Könnte ich dann nächsten Freitag bitte früher nach Hause gehen?
Ich bedanke mich herzlich für die Nachricht. Viele Grüße, Labinot Dreschei. Das war auch Beispiel 3. Ich hoffe, es hilft euch ein bisschen weiter. Ich wünsche euch alle. Ich wünsche euch.